Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute zeige ich euch, wie man die Seitenhöhe, in diesem Fall das Grüne, von einer Pyramide ausrechnen kann. Und das machen wir mit dem Satz des Pythagoras. Und das erkläre ich kurz. Wenn man die Höhe nimmt, die sich in der Mitte des Körpers befindet und die Hälfte einer Strecke, dann ergibt sich daraus ein Dreieck. Und zwar nicht irgendein Dreieck, sondern ein Dreieck mit einem rechten Winkel. So, das hier sind 60 Meter und die Hälfte davon sind 30 Meter. Und jetzt haben wir alles, was wir brauchen, um den Satz des Pythagoras zu nehmen. Wir haben nämlich in der einen Kathete 30 Meter, in der anderen Kathete haben wir 40 Meter, dazwischen einen rechten Winkel und dann können wir die Hypotenuse ausrechnen. Und jetzt könnten wir sagen, dass der Satz des Pythagoras ja so aussieht, a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. Manchmal sagt man auch Kathete zum Quadrat plus Kathete zum Quadrat gleich Hypotenuse zum Quadrat. Oder man könnte auch sagen, das Kurze zum Quadrat plus das Mittlere zum Quadrat gleich das Lange zum Quadrat. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir nehmen jetzt zuerst das Kurze. Das Kurze sind 30 Meter. Das müssen wir quadrieren plus das Mittlere, in dem Fall die Höhe, 40 Meter zum Quadrat. Und das ergibt die Lösung, die wir brauchen, allerdings hoch 2. Und das kennen wir schon, das ist nämlich das Maurerdreieck. 3 Quadrat plus 4 Quadrat ergibt 5 zum Quadrat. Also in diesem Fall 50 Meter zum Quadrat. Tja, und die Wurzel aus 50 Quadrat sind eben 50 Meter. Ihr glaubt mir das nicht, wir überprüfen das. 30 zum Quadrat plus 40 zum Quadrat und daraus die Wurzel. Also 50 Meter. Und jetzt wissen wir, Seitenhöhe, in diesem Fall HS gleich 50 Meter. So, und jetzt wisst ihr, wie man die Seitenhöhe von einer Pyramide ausrechnet. Man nimmt die Höhe, die Hälfte einer Seite und dann einfach den Satz des Pythagoras. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Ausrechnen, fertig. So einfach ist das. Okay, das war's.